Wir sind wieder bei uns im Haus, denn es muss weitergehen. Hier, die Maler kommen übermorgen und wir müssen hier halt die Heizkörper reinigen. Das habe ich euch letztes Mal schon erzählt und gezeigt, wie die aussahen. Und ich habe ganz viele Tipps von euch bekommen, wie ich die sauber bekomme. Und der hier hat mir am besten gefallen. Und das packen wir jetzt mal zusammen aus. Wenn man sowas noch nie brauchte, dann weiß man ja gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Du bist so doof. Geh raus. Geh ab. Ja, raus da. Du hast unten dein Wasser. Ja, runter. Als wir uns das hier angeguckt haben, also besichtigt haben, das Haus, da war es so heiß. Und der Murphy, der hatte voll den Durst. Und dann habe ich ihm was aus der Badewanne gegeben. Und dann habe ich ihm jetzt was gezeigt. Das will er natürlich jetzt immer. So. Ach, das war's. So, und das ist jetzt die Bürste. So. Die ist ganz weich. Und die ist echt lang. 1,20 Meter. Gitter hatte ich jetzt hier nur so provisorisch wieder draufgelegt. So, da seht ihr, ein bisschen konnte ich schon reinigen, aber noch nicht so richtig. Boah, guck mal, was da rauskommt. Das kann ich dann gleich alles schön wegsaugen. Ja. Wow, ich mache das mal und dann zeige ich euch das Endergebnis. Also ich liebe das Teil jetzt schon. Schaut euch mal an. Also das ist noch wenig, was da rauskommt. Diese Flocken, das kommt richtig dicke Dinger, liegen teilweise auf dem Boden. Und das ist jetzt nach dem ersten Durchgang. Nochmal zum Vergleich, so war es vorher. Und so ist es nach dem ersten Durchgang. Ich gehe gleich nochmal durch. Ich empfehle euch, das mit einem Staubsauger zu machen. Weil wenn der Staubsauger direkt an dem Bürstchen ist, wenn das hochkommt, dann fliegt nicht so viel Staub im Raum rum. Das hatte ich nämlich am Anfang. Und ja, da ist schon das nächste wieder runtergekommen. Ja, ich sag euch, da ist ein Dreck drin. Und dem Smurfy habe ich da jetzt ein Kissen hingelegt, damit er unten keinen Unfug machen kann. Ist er jetzt hier und kann ein bisschen schlafen. Also, ich habe jetzt den Badezimmerheizkörper soweit fertig und einen Heizkörper im Kinderzimmer bei Calvino. Jetzt koche ich gerade einen Kaffee, weil der Bernd kommt gleich von der Arbeit. Der hat Mittagspause. Und dann werden wir hier gleich was essen. Und bestimmt auch ein Käffchen trinken. Ja, und Carino kommt auch nachher von der Schule. Der wird dann auch hier was essen. Und dann geht es nachher weiter mit den Heizkörpern. Die wollte ich unbedingt fertig haben, bevor die Maler kommen, weil ich weiß nicht, wie die abgeklebt werden und so und nachher, nee, das ergibt gar keinen Sinn, wenn ich sage, ich weiß nicht, wie die abgeklebt werden, dann müsste ich die ja hinterher putzen, weil ich Angst habe, dass da Farbe drauf kommt, richtig? Was war denn damit? Nee, genau, ich habe gesagt so, dass wir die halt abkleben, weil wir haben schon die Folie und so alles hier bekommen und die Klebestreifen von dieser Firma, dass wir das abkleben. Und ich werde die Heizkörper auch abkleben und wenn dann alles oben gestrichen ist, dann ist das voll doof, wenn ich dann anfange, da mit dem Schwamm rumzuschrubben und so. Deswegen mache ich die erst sauber, bevor die streichen. So war der Plan. Nicht, dass ich Angst habe, dass da Farbe dran kommt und verbummelt.
altmodisch. So, Bernd ist jetzt schon wieder weg, die Mittagspause ist vorbei. Und wir hatten hier ausgemessen im Wohnzimmer, das wollte ich euch mal zeigen. Ich hatte euch letztens mein Sofa verlinkt, also meins, das, was ich mir so rausgesucht habe. Ich zeige euch mal eben. Und zwar ist das so eine Wohnlandschaft, die ich mir rausgesucht habe. Und die würde von da hinten bis hier gehen, was ich schon recht groß finde. Ne? Also bis da. Und Bernd sagt, er hätte gerne noch breiter. Dann hatten wir eins rausgesucht, das war dann 4,50 Meter und das ging dann echt bis hier. Ne, noch weiter. Wir hatten das an die Wand geschrieben. Ja, da ist 4 Meter. Also 4,50 Meter. Und die ging dann bis hier, bis zu der Fliese. Also man hätte da durchgemusst. Also die war echt riesig, das ging gar nicht. Das war echt schön. Aber ja, hat halt nicht gepasst. Denn hier, wenn hier das Sofa endet, dann soll hier eine Vitrine hin, die große, die wir haben. Und dann ist ja hier schon unser Esstisch mit Stühlen. Ja, und da ist dann schon die Küche. Deswegen wollte ich nicht so weit hier in diesen Raum reingehen, weil sonst passt unsere Vitrine hier nicht mehr hin. Denn unsere Wohnzimmermöbel, die wollten wir ja gerne behalten. Ja, muss man gucken. Jetzt wollten wir nächste Woche oder keine Ahnung wann, müssen wir mal schauen, Möbel schauen. Bei Ikea, da waren echt keine schönen Sofas. Ich weiß, da gibt es auch welche, wo man so Elemente kaufen kann. Und die haben so unheimlich schlechte Bewertungen im Internet. Man geht ja echt danach, ne? Voll komisch. Also wir zumindest. Ich lese mir viel Bewertungen durch im Internet. Und wenn es eine schlechte Bewertung hat, dann habe ich auch schon mal nicht gekauft. So, und ich muss jetzt weiter nach oben die Heizkörper weitermachen. Ich habe noch 3 Stück, die ich machen muss. Und Bernd muss dann mal abkleben, damit die hier streichen können. Alles. So. Komm. Hier, komm hier rein. So. Den habe ich gerade gemacht. Der sieht auch jetzt wieder wesentlich besser aus. Den dann auch ordentlich abgeschrubbt. Das Gitter ist auch schon sauber. Ist in der Badewanne. Oh. Beim Putzen habe ich die angelassen. Das hier habe ich auch. Oh, seht ihr, da muss ich nochmal. Ich habe es weitestgehend sauber bekommen. Da habe ich es übersehen. Ja, du schnüffelst alles. Jetzt muss ich den noch. Aber erstmal muss ich jetzt das Gitter wieder dran machen und so. Bitte? Mein Zimmer ist alles viel los. Hier ist nicht viel los, aber du hast saubere Heizkörper. Ich habe nur das hier. Muss der Bernd mal gucken, dass dieser Pinöpf da drüber geht. Wieder. Oh. Ja. Jetzt habe ich hier gerade abgesaugt, den Heizkörper in dem Zimmer. Den muss ich noch waschen. Das ist so ein langer Heizkörper. Da, so ein langes Moped. Egal. So. Du isst erstmal Tortellinis. Ja, du hattest doch schon zu Essen. Ja, der hat schon Essen gehabt, aber der kann ja nie genug haben, ne? Warte. Okay. Kein Wunder, dass er sich immer so freut, wenn du kommst. Schön. Ja, die beiden spielen. Ich habe da jetzt den Heizkörper fertig. Und jetzt geht's hier rein. Und der ist auch so richtig eklig. Ich glaube, hier wurde richtig geraucht. Boah, schaut euch das mal an. Hier so die Ritzen. Das mache ich jetzt alles sauber. Guckst du das? Freut. So.
alles fertig und wieder zu Hause. Jetzt muss ich hier nur die Tasche auspacken. Calvino hat seinen ersten Vokabeltest wieder bekommen. Darf ich den erzählen? Bitte? Darf ich erzählen, deinen Vokabeltest? Ja. Von der neuen Schule, Vokabeltest. Und er hat eine 2+. Wow. Aber, muss ich dazu sagen, die Fehler waren nicht, also der wusste alles, alle englischen Wörter wusste der, aber es war halt ein bisschen mit Groß- und Kleinschreibung. Ja, hat er ganz super gemacht, auf jeden Fall. So, ich war so klug heute Morgen und habe schon Essen vorgekocht, bevor ich zum Haus gefahren bin. Bräuchte das gleich nur noch warm machen und die Kartoffeln kochen, die habe ich schon geschält. Die muss ich nur noch kochen. Sehr gut. So. Die kommt weg. Calvino, guckst du dabei Horrorfilme? Nein. Horrorfilme? So. Dann bekommen wir schon in dem Haus Zeitungen, weil wir schon einen Namen dran haben. Und das ist sehr gut, weil ich sammle die immer zur Zeit. Weil wenn wir hier die Kisten packen, dann werde ich ganz viele Zeitungen brauchen. Ja, dreckige Lappen kommen auch wieder weg. So, ich zeige euch. Ich hatte heute für Calvino was anderes gemacht. Nudeln mit, also Tortellini mit so einer Sahnesoße und Käse. Das bekommt er. Das überbacke ich jetzt gleich mit Käse schon. Für ihn, denn der mag nicht das, was wir essen. So, zack. Gleich noch ein bisschen appetitlich anrichten. Wir haben uns so einen Hackfleisch-Eintopf gemacht mit Porree aus dem Garten, Zwiebeln, was ist da noch drin? Sahne und wie heißt's hier? Tomatenmark und Senf und sowas alles. Und das sind Kartoffeln aus dem Garten, die habe ich auch schon geschält, ja? Ich habe einen Film. Ja? Ja. Dann mach an. Ja, ich bereite hier eben alles vor und dann komme ich, okay? Okay, dann mach mal. Ja. Eine Frage. Ja. So, Genieße, unbegrenzt, alles sind für, also kostenlos, wo kann ich gehen? Einladung. Nein. Was denn? Bei Netflix, warte mal. Ah, da muss man. Da, über da, was, wie hieß der Film? Leg dich nicht mit Sohan an. Da, suche. Auf Netflix auf meinem Handy. Ja? Ja. Okay. Dann komme ich gleich dazu. So. Wir haben so viel geerntet letzten Monat bei uns im Garten, dass wir 300 Euro gespart haben in der Haushaltskasse sogar. In einem Monat. Das war eine Menge. Also ich war richtig überrascht. Also fast 300. Irgendwie 260 Euro oder so. Ja. Hat sich doch gelohnt. Und das ist immer noch. Die Erde ist so voll mit Kartoffeln, sag ich euch. Da muss ich morgen Vormittag mal dran gehen, weil die wollen wir ja auf gar keinen Fall hier in der Erde lassen. Die sind so lecker. Ja, da ernte ich morgen früh. Ich hatte letztens schon so Lust auf Sprossen und ich habe jetzt einmal hier Leinsamen angesetzt und das sind Alfalfa oder Alfa-Alfa oder wie sie heißen, Sprossen. Und mal schauen, ob die werden. Ich habe gerade auf Facebook so einen Beitrag gesehen, wie jemand einen Salat gegessen hat mit diesen Alfalfa-Sprossen. Boah, und da habe ich jetzt so Lust drauf, musste ich direkt auch welche ansetzen. Los, sei lustig. Ich bin immer lustig. Zeig das für mich. Du warst noch gar nicht zu sehen in dem Video von heute. Stimmt immer noch. Wenn du den ganzen Tag arbeiten gehst, such dir doch einen reichen Mann, so wie ich, und lass dich aushalten. Ja, ich
Nee, es ist gut auszuhalten. Bist den ganzen Tag weg? Ja. Wer will damit? Nein, ich hätte lieber, wenn du den ganzen Tag da wärst. Ich auch. Ist immer krampi, wenn ich den ganzen Tag da bin. Müssen wir vielleicht dabei sagen, dass wir den Spruch mal in den Kommentaren hatten mit dem ich habe mir einen reichen Mann gesucht so. Und lass mich aushalten, deswegen lachen wir da so drüber. Wenn ihr wüsstet, dass der Bernd sich eine reiche Frau geangelt hat und sich aushalten lässt. Echt? Echt? Ja, kurz nach der Hochzeit. Ding, ding, ding. Peanuts. 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 Peanuts, Peanuts. Ich wollte schon was fragen. Was wolltest du fragen? Dass ich vergessen habe mit der reichen Frau. Reich an Liebe. Ja, Liebe. Reichtum ist relativ. Liebe, es wird auch reich an Liebe. Ja. Dann hat die heute, mir am liebsten laufen lassen vor Liebe. Den kleinen Terroristenbiegel. Jetzt überlegen wir uns einen zweiten Terrorbiegel zu. Die verbünden sich dann. Einer von rechts, einer von links. Bis zum Geburtstag, vier Welten. Krieg ich zum Geburtstag? Die laufen dann wie die Termiten durch das neue Haus. Gang, 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 gang. Hier, da gibt es noch dieses Ganze Spiel. Pac-Man, nick, 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 nick. Nein. Der jetzige Zeitpunkt ist so doof. Rein, wie so Pferde. Wir hatten ja immer überlegt, einen zweiten Beagle, aber jetzt nicht. Der eine füllt uns völlig aus. Ja, im Moment auf jeden Fall. Das ist ein schöner Kinderspielplatz. Das hier hinten ist ein Kinderhort. Draußen, wo das hier der Dschungel ist, da laufen immer noch fünf Kinder rum. Die warten auf Eltern ab, dass sie abgeholt werden. Sie schon verhungert. Ja, eventuell. Murphy, komm. Komisch, ne? Also da sind tatsächlich schon Kinder drin in diesem Haus, aber... Im Dschungel auch. Im Dschungel auch. Der Garten wird nicht so genutzt anscheinend. Keine Ahnung. War das nicht, der sollte weniger schnäuzeln, wenn er ihn schippert? Ja, das dauert auch, bis der wirkt. Ich dachte, ich habe das Gefühl, er ist schlimmer geworden. Heute hat der Smurfy einen Schub, so einen Wachstumsschub oder wie sagt man bei Kindern, einen Hormonschub. Keine Smurfy. Ahnung. Ja. Ja. Wieso das denn? Was, wieso denn? Weil er heute schlimm ist. Ach so. Ja, heute hat er wie so einen Schub. Und bei Kindern sagt man, bei Kindern, bei Babys sagt man, was weiß ich, einen Schub, Wachstumsschub oder. Nee, das ist einfach nur, dass der Chip heute im Gehirn war. Wahrscheinlich einige Synapsen da verödet hat. Dann saß er auf dem Fenster wie Else Klingel. Ja. Wahrscheinlich die Ziegenpüpsis gerochen. Ja, ja, ja. Am Sonntag mache ich ja die Bolognese. Mhm. Idealerweise machst du Sonntag Bolognese. Bolognese. Ja. Haben wir noch alles da, ne? Wenn wir aus dem Garten was befinden. Sellerie müssen wir ernten. Ja, haben wir. Möhrchen haben wir. Möhrchen haben wir im Kühlschrank. Tomatengedöns, hier haben wir. Im Garten und auch drin noch. Ja. Ja, Rotwein haben wir auch noch. Ja. Gut. Hast du noch was Wichtiges zu sagen? Ja. Sag. Ich vergessen. Dann würde ich das Video jetzt hier beenden. Ja. Unsere klugen Weisheiten des Tages haben wir preisgegeben. Und morgen sehen wir uns beim Kartoffeln ernten. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.